Und damit herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Wir haben leider immer noch keine Marshmallows. Also können wir den Lagerfeuerspot hier auch mal ein bisschen verlassen. Bringt ja eh nichts. Da kamen wir, glaube ich, und wir waren auf dem Weg in die Richtung. Ein paar Pfeile nehmen wir mit. Ah, ist voll. Ja. Das klingt gar nicht gut. Großes Tor. Ah. Scheiße. Mistvieh. Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Ja. Frage mich auch, wie der Doktor da durchgekommen ist. Spinner. Hallo Bambi. Wer hat das zurückgelassen? So, überall Pfeile. Was liegt da noch Schönes? Überall irgendwelches Knacken. Die sind fasziniert. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Ja, na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Die Axt wieder hinkriegt. Sie ein Upgrade der Axt durch. So, das müsste reichen. Bambi. Ah, okay, dafür reicht's auch nicht. Spannend, macht doch nicht so viel Krach. Ich denke, die ganze Zeit ist noch irgendwo ein Wolf. Waren hier noch ein Lager? Da unten ist noch ein Bambi. Ach, EP kriegt sie davon.
So, ich wollte mir aber trotzdem die Vorräte hier oben holen. Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen mehr upgraden. Klopfer. Kumpel, du hattest auch schon bessere Zeiten. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Soll ich so einen Scheiß mit dir rumschleppen? Oh. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Na gut. Wenn ich da jetzt durchgehe, ist dann meine Fackel sofort wieder aus. Ja. So. Das geht jetzt nicht. Ja. Wie sonst? Also ich muss irgendwie da durch. Nein, sofort wieder aus. Aha. Das ist auch schon bessere Zeiten. Vielleicht nicht. Auch eine Einser-Landung. Muss man. Das könnte ich als Rampe benutzen. Nur noch hochkommen. Hier haben sich mal ein paar Leute bekriegt wegen irgendwas. Also da muss ich hoch. Was ist das? Ich
Das ist, kommt da noch nicht hoch. Geben, ihn nach oben zu ziehen. Gibt's doch bestimmt. Das bringt ja nichts. So ein paar Dinger. Irgendwie muss das Ding hier weg, aber was ist hier eigentlich? Was ist hier der Eingang? Fehlende Ausrüstung. Ah, schade. Trotzdem komisch als hier. Hochziehen. Irgendwas peile ich gerade nicht. Ich meine, da waren noch so komische Petroleumlampen. Aber ob die was damit zu tun haben? Worauf denn? Okay, mitnehmen können wir sie schon mal nicht. Ah, wohin? Kann das Ganze denn einen Effekt haben? Scheiße. Okay, die respawnen also auch. Aber trotzdem. Warte mal, was ist denn passiert? Der ist... Was ist denn noch das Seil da? Da drüben hinschmeißen? Ja gut. Wo ist einer mehr? Ach, da drüben. Ach, herrje. Und? Oh, da komme ich doch beim... Ne. Schmeiß ich es nur dagegen. Ja, muss da drüben noch irgendwie mit sein. Ich bräuchte so eine scheiß Kanne hier drüben. Weißt du was nicht? Mit runternehmen kann ich es ja auch nicht. Oder? Ah. Keine gute Idee. Keine. Wirklich keine gute Idee.
man einfach mal die gute alte Handarbeit. Dachte ich. Ist hier irgendwo so eine Vase unten liegen, oder? Hier drüben vielleicht. Was? Drücken. Ach so. Viel zu kompliziert gedacht. Was jetzt? Gut. Bei Assassin's Creed sind wir auf jeden Fall nicht. Gute Frage. Hier von der anderen Seite. Sieht auch nicht so aus, als würde es gehen. Nee. So, schon mal nicht. Das muss hiermit noch irgendwas auf sich haben. Nur was? Muss es doch noch irgendwas geben? Das ist ein bisschen kompliziert. Also hier können wir rauf. Aber der Stoff sieht entzündlich aus. Hilft einem das Spiel so mal ein bisschen. So. Das war's. Das war's. Na, dann muss es ja jetzt gehen. Bin mal gespannt, Lara. Nein, du brauchst kein Feuer. Na los. So ein bisschen schneller krauchen. War unsere Aufgabe eigentlich am Feuer, unsere Axt ein bisschen aufzuwerten. Da ist wieder Zeug. Bestimmt wieder Wölfe. So, das müsste reichen. Das ist noch so ein Ding. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Was es mit den Dingern auf sich hat, google ich nachher irgendwann mal. So, vorher werten wir unsere Axt auf.
besser ist er. Jetzt haben wir noch 220. Was haben wir denn noch zum Ausrüsten? So, wir haben erstmal nichts. Fähigkeiten? Sieht aus. Was ist das denn? Eine Karte. So. Ne, das sind die Überlebens-Upgrades. Gab's da noch irgendwas anderes? Oder? Nein. Scheint nicht. Umhang 2. Tierkadaver sorgfältig. Also eins von den beiden. So, wir sind upgraded. Zwar eigentlich keinen Schritt weiter. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal ein kleines Päuschen. Bis zum nächsten Part.